Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Philia und wir haben wieder Samstag. Das bedeutet, es gibt eine weitere Folge von Let's Play Philias Spielebibliothek. Und ich bin die letzten Tage, genervt will ich nicht sagen, aber mir ist aufgefallen, dass meine halbe Steam-Freundesliste ein Spiel spielt. Und zwar nennt sich das Clicker Heroes. Und das ist das hier. Das gibt es im Moment umsonst bei Steam. Oder was heißt im Moment? Das gibt es umsonst bei Steam. Und irgendwie scheint das in jedem Moment zu spielen und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Aber offensichtlich müssen wir irgendwie Monster bekämpfen oder sowas. Und ich habe das vorhin mal gestartet, weil ich wissen wollte, ob das aufnehmbar ist mit meinem Programm. Und dann habe ich es beendet und habe es direkt nochmal gestartet und schon habe ich irgendwie ein Gold gekriegt. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil ich das zweite Mal in dieses Spiel reingegangen bin. Nur um zu erklären, warum ich ein Goldstück habe. Und ich habe null Ahnung, was uns hier erwartet. Also offensichtlich habe ich schon 5 Minuten gespielt. Das waren wahrscheinlich die ersten 4 Minuten, wo ich etwas irritiert war, dass das Spiel schon direkt angefangen hat. Und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Hier wird einem auch nicht geholfen, außer dass es hier einen Helpful Adventurer gibt, der aber Geld kostet, was wir nicht haben. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, hier Finky und der greift uns an oder macht gar nichts. Ich habe null Ahnung, was hier passiert ist. Wir sind im Forest Level 1 und... Ah, ich muss das Vieh anklicken, damit es Schaden kriegt. Und es greift mich offensichtlich nicht zurück an. Yay! Geld und ein Mushroom Blob. Ah, okay. Ah ja. Ladies and Gentlemen, ich glaube, ich habe gerade das Spiel verstanden. Oh mein Gott. Geht es wirklich nur darum, die Viecher anzuklicken? Ich verstehe. Oh, ich kann ein Helpful Adventure. Okay, was passiert denn, wenn ich das mache? Ich heier den jetzt mal. Yay! Okay. Click Damage 2. Okay. Das heißt, this nice young fighter showed up to take some of those clicks off your fingers. Okay, der macht also quasi... Hold Shift for 10 Mal, Hold Z for 25 Mal und Control für 100 Mal. Ah, ich verstehe. Ich kann den also so und so oft kaufen. Ah, okay, ich verstehe schon. Ich dachte, das hat was mit Schaden hier zu tun. Aber wir machen jetzt offensichtlich 2 Schaden. Yay! Und, Ziel des Spiels ist offensichtlich einfach die Monster zu besiegen, ja? Also so einfach nur wild zu klicken. Wow! Ich kauf mal. Okay, das heißt im Klartext... Ah, jetzt krieg ich drei. Ah, ich krieg immer einen mehr. Okay. Gut, das ist einfach Ziel des Spiels. Und meine Freunde, also jetzt mal die Frage an die Leute aus meiner Freundesliste. Das macht Spaß. Ich habe teilweise Leute, die das 4, 5 Stunden gespielt haben. Wann komme ich denn auf 50? Komm, wir versuchen mal 50 zu erreichen. Dann kaufen wir uns ein Tree Beast, was auch immer das ist. Was macht das denn? Aha. Ach, DPS, okay. Egal. Ich guck mal, was das hier so bringt. Offensichtlich, das ist ein einfaches Spiel. Muss ich ja mal sagen. Ich bin ja eher nicht so der Skiller, was so Monster bekämpfen und so angeht, so in allen möglichen Spielen. Und das ist doch recht einfach. Das kann selbst ich. So, okay. Die Frage ist, kriegt man eigentlich eine neue Maus spendiert, wenn die dann kaputt geht hier durch zu viel exzessives Spielen? Ich weiß es nicht. Okay, wir kaufen mal hier diesen Tree Beast. Huch. Jetzt muss ich ja noch nicht einmal was machen. Oder ist das immer noch von meinem... Ist das noch Überbleibsel von meinem Klicken oder passiert das jetzt hier quasi automatisch?
Ich weiß es nicht. Das greift wahrscheinlich für mich an. Ich gehe davon aus, dass das für mich angreift. Ja, also jetzt muss ich noch nicht mal mehr klicken. Oder wenn ich jetzt noch mehr klicke. Boah, krass. Ich verstehe schon. Ach, wir können schon ins... Ah, okay. Die Monster sind dann also was schwieriger zu... Ah. Oh mein Gott. Das ist ja richtig anspruchsvoll. Und ich habe sogar schon eine Errungenschaft freigeschaltet. Und zwar Killer. Oh mein Gott. Ein sehr interessantes Spiel. Doch, doch. Oh, Level 3. Komm, wir machen es direkt mal schwieriger hier. Das dauert ja lange. Aber wir kriegen dafür mehr Geld, ja? Sehe ich das richtig? Sehr gut. Was passiert denn hier? Ach, die DPS werden schneller. Ah, sehr cool. Was auch immer das bedeutet. Aber ich glaube, wir sollten hiervon mehr kaufen. So, guck mal, da machen wir direkt mal mehr Schaden hier. Boah, krass, ey. Wir sind voll reich gleich. Ich weiß nicht, ob ich das eine Stunde jetzt hier mache. Oh mein Gott, wir können schon Level 4. Wow. Das ist so innovativ, dieses Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich noch so dazu sagen soll. Naja, irgendwie ist es schon irgendwie lustig. Aber jetzt verstehe ich, wieso manche Leute das so lange laufen lassen. Ich gehe davon aus... Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die auch so lange hier dran sitzen und einfach nur wild durch die Gegend klicken. Weil wenn das hier quasi auch automatisch passiert... Komm, wir leveln den mal hier ein bisschen. Boah, guck mal, wie schnell das hier geht. Miau! Okay, wir brauchen ein neues Monster, ein höheres Monster. Wow, das ist mal anspruchsvoll hier. Ach, und man hat nur eine gewisse Zeit dafür. Ich sehe schon. Ah, na, ob wir das schaffen? Soll ich meine zweite Hand noch zur Hilfe nehmen? Yes! Ach so, das ist nur ein Monster. Dann kann ich direkt das nächste machen, oder was? Ah, jetzt ist aber wenigstens ein bisschen Skill gefragt, nämlich das in einer gewissen Zeit zu schaffen. Das ist ja schon mal gut zu wissen, ne? Aha, aha, aha. Ich habe schon wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Das ist Wahnsinn. Ich habe leider nicht so schnell lesen können, was ich da gerade... Oh, warte, ich möchte eigentlich gerne da... Okay, was haben wir hier? Ach, das ist wieder einfacher hier. Ist ja fast schon langweilig. Oh, die sind aber süß. Also ich finde hier die Monster sehr, sehr süß. Und dafür, dass das Spiel nichts kostet, ich meine... Was will man da schon verlangen, ne? Oh Gott, gibt's ja auch Micropayments? Also jetzt nur rein Interesse halber. Nicht, dass ich das vorhabe. Komm, wir machen hier mal ein bisschen so. Okay. Ah, ich verstehe schon, ich muss immer 10 Monster hier bekämpfen innerhalb dieses Levels. Und dann habe ich das nächste freigeschaltet. Ey, langsam kapiere ich das Spiel. Und es hat mich nur 8 Minuten gedauert. Wow. Wahnsinn. Ich klicke einfach wie wild drauf los hier. Das ist so... Was ist das denn hier eigentlich? Big Clicks cost 100 Gold. Aha, aha, aha. Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt gerade gemacht habe, aber ich hab's gekauft. Yeah. Und nächstes Level. Aha, Wahnsinn. Krass, krass. Aber die Monster sind echt süß, muss man ja mal sagen. Diese komischen Blobs hier und diese Ratten. Und... Mhm. Ja, was auch immer das ist. Und kleine Trolle und nochmal kleine... Oh, was haben wir denn hier alles? Brittany Beach Princess. Okay, kann man die auch für sich... oh, 1000 Euro kostet die. 1000 Gold. Das dauert noch einen Moment, bis wir das zusammen haben. So, nächstes Level. Drylands Level 9. Boah, wir sind schon echt weit. Wann haben wir das Spiel durch? Also wenn ich sehe, dass manche Leute das irgendwie mehrere 40 Stunden oder sowas bestimmt schon gespielt haben. Ich weiß es nicht. Das ist, glaube ich, keiner aus... Oh, wie süß. Eine Kiste. Oh, krass, die hat aber Geld drin. Dann... Ja, wow. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich bin gerade so geflasht von der Tiefe dieses Spiels. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ein wenig sprachlos. Oh, wir haben gleich 1000 Euro zusammen, wollte ich gerade... guck mal. Aha, Micropayments. Ich verstehe.
Mhm. Nein, danke. Was macht die denn? Oh, die gibt mir 75 DPS. What? Schaut mal, wie schnell das geht, ohne dass ich was tue. Ich muss eigentlich nur meine Maus irgendwie dahin halten. So, la la la. Guck mal, wir kriegen schon hier 30 Gold pro Monster, aber wir haben schon eine nächste. Oh Gott, oh mein Gott. Das wird jetzt wieder schwer. Emperor Scorpinch. Level 10. Ob wir das schaffen? Ich weiß es nicht. Ich sieht nicht gut aus. Und schneller kann ich nicht klicken. Nee, das schaffen wir nicht. Wir sind zu schlecht. Wir sind zu schlecht. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen leveln. Wir müssen... Okay, wir müssen nochmal zurück. Denn das geht so nicht. Wir müssen unsere... Weiß ich gar nicht. Unseren Schaden erhöhen, gehe ich mal von aus. Was machen die hier? Die DPS nur hoch. Okay. Das heißt, das ist das Einzige, was die Click-Damage erhöht, ja? Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich da gekauft habe. Increases Sid the Helpful Adventurer's Click Damage by 100%. Ah, okay. Das habe ich also gekauft. Kann ich das halt auch schon kaufen? Nee, 250 Gold kostet das. Das habe ich aber doch. Ah, Hero Level 25. Okay. Woran sehe ich denn, was ich für ein Level bin? Ist das hier mein Level? Also quasi da, wo ich gerade bin, oder? Ich habe doch noch nicht alles herausgefunden. Oh mein Gott. Okay, das heißt aber Level 25, das dauert noch einen Moment. Mal gucken, ob wir das schaffen. So, wir leveln mal hier ab, soweit es geht. Was macht er jetzt für Schaden? Ah, 49. Komm, wir machen noch ein bisschen. Wir sammeln noch ein bisschen was. Und dann werden wir den Skorpion umbringen. Yes. Oh mein Gott. Ach, die geben auch unterschiedlich viel Geld, sehe ich gerade. Was gibt denn am meisten? Kann ich das irgendwie beeinflussen? Wahrscheinlich nicht, oder? Miau. So, okay. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen. Also wir haben 30 Sekunden Zeit. Das heißt, wenn wir bei 15 Sekunden sind, müssen wir mindestens die Hälfte geschafft haben. Oh, guck mal, das sieht doch schon viel besser aus. Ah ja, das schaffen wir. Oh mein Gott, ich bin so schnell am Klicken. Also ich glaube, das halte ich keine Stunde durch. Einfach, weil mein Finger sonst abfällt. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Yes. Okay, nächstes. Was haben wir hier? Wir sind jetzt Level 11. Gehe ich mal von aus, dass wir das sind. Weiß das nicht. Diese Musik, die ist so anspornend im Hintergrund. Das ist schon echt krass. Okay. Komm, wir kaufen hier noch ein bisschen so. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier... Huch. Ob das hier was bringt, diese Niedrigleveligen jetzt weiter zu leveln. Also zum Beispiel dieses Tree Beast. Oder ob wir direkt irgendwie auf die höherleveligen Leveligen gehen sollen. Also zum Beispiel, was haben wir denn hier unten? The Wandering Fisherman. Oh mein Gott. Okay. Wir haben es geschafft, aber ist er wieder... Nee, okay, wir können da jetzt weitermachen. Boah, das ist schon... Boah, also selten so ein anspruchsvolles Spiel gespielt. Wahnsinn. Oh mein Gott. Aber irgendwie... Also wie gesagt, das Spiel hat nicht viel, aber irgendwie macht es Spaß. Ich weiß nicht warum, aber es macht Spaß. Kann mir das einer erklären, warum das Spiel Spaß macht? Ach ja... Komm, wir leveln hier nochmal ein bisschen ab. Und was nehmen wir denn als nächstes? Mein Plan als nächstes... Ich habe keinen Plan. Komm, wir leveln mal hier das Tree Beast ein bisschen ab, so hoch es geht. Guck mal. Wie lange schnell ist das jetzt? Na, wahrscheinlich nicht so viel. 500 Gold. Ich weiß gar nicht, ob es so Sinn ergibt, das jetzt zu leveln oder ob wir lieber nochmal auf Brittany, the Beach Princess, hätten warten müssen. Wow, das ist... Und wie war eure Woche so?
Oh Gott. Aber irgendwie ist es trotzdem irgendwie auf eine ganz komische Art und wieso kann ich das jetzt schon nehmen? Ich bin offensichtlich doch mehr als Level 25. Woran sehe ich das? Woran sehe ich das? Miau. Kann ich das hier ran sehen irgendwo? Irgendwie nicht, ne? Most Clicks? Wo war das? Per Second. Nur 7 in der Sekunde. Das müssen wir verbessern. Aber ich weiß nicht, wie man das kann. Indem ich eine bessere Maus kaufe? Oh mein Gott. Wir leveln den mal hier ab. Guck mal, wie schnell das geht. Komm, wir versuchen jetzt mal mehr als 7 zu schaffen. In der Sekunde. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Oh mein Gott. Das ist nicht so einfach. Oh Gott. Gleich platzt mir irgendein, weiß ich nicht, Gehirnwessel. Schneller geht das nicht. Ich muss ja gleich mal gucken, wie viel wir geschafft haben. Haben wir es verbessert? Nein, wir haben es aber noch nicht verbessert. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt menschenmöglich ist, da mehr als 7 hinzukriegen. Also zumindest nicht... Nee. Ich glaube, das geht gar nicht. Okay. Was leveln wir denn mal? Guck mal, das ist eigentlich viel besser, obwohl der viel preiswerter ist. Next Level ist 103. Ach, guck mal, Next Level ist aber hier 150. Aber ich glaube, wenn wir so machen... Ich weiß nicht, ob das besser war. Egal. Komm, wir versuchen nochmal 1000 zusammenzukriegen und leveln nochmal Brittany. Ja. Ich schaffe eh nicht mehr als 7 Klicks in der Sekunde. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das überhaupt geschafft habe. Wie schnell muss ich denn da klicken? Ich versuche schon, meinen Finger, also das ist eine gute Technik, beziehungsweise das ist, glaube ich, die einzige Technik, die mir einfällt, die man machen könnte, den Finger mehr, weniger zu bewegen, als vielmehr zu vibrieren. Aber wie man sieht, so viel bringt es jetzt auch nicht. Ich habe auch vorhin noch einen zweiten Finger, also ne, andere Hand quasi, auch dazu genommen, damit es schneller geht. Aber ich glaube nicht, dass ich da über 7 komme. Oh Gott, was hat denn der für HP? So, ach guck mal, wir sind schon längst über hier. Guck mal, so. Ja, sie haben es wieder geschafft. Aber die Spinne machen wir noch. Mag Spinnen nicht. Stirb! Das Spiel macht aggressiv. Oh mein Gott, wir müssen wieder was in einer gewissen Zeit schaffen. Und wir hatten 30 Sekunden und... Das schaffen wir nicht mal ansatzweise. Oder? Nee, nicht mal ansatzweise. Hier, guck mal, wir müssten jetzt schon bei der Hälfte sein. Das schaffen wir nicht mal ansatzweise. Und ich verliere meine Stimme vor lauter Aufregung. Okay, was nehmen wir? Wir müssen die Damage erhöhen. Es führt nichts dran vorbei, dass wir den Damage erhöhen. Die machen auch nur die DPS höher, ne? Ja. Okay, wir müssen Damage erhöhen. Was machen wir denn hiermit? Das können wir ja jetzt kaufen. So. Was ist das denn? Power Surge. Unlock by even the drunken brawler. Hä, wo ist der denn? Ach, der. Und da kann ich halt quasi sehen, was ist denn das überhaupt? Performs 10 clicks per second for 30 seconds. Ach, das ist eine... Wow. Ich bin gerade... Ja, das nenne ich mal, Damit können wir auf jeden Fall vielleicht was reißen, wenn wir noch ein bisschen mehr Damage machen. Alter! Das ist, Muss ich überhaupt auf das Monster klicken? Warte, wann sind die 30 Sekunden um? Ach krass, guck mal, ich muss noch gar nicht mal aufs Monster klicken. Ich kann hier irgendwo hinklicken. Da, guck, ich muss gar nicht auf das Monster klicken. Reicht einfach, dass ich klicke. Das ist ja schon fast langweilig. Oh mein Gott, und nach 9 Minuten kann ich das erst wieder benutzen. Nein. Okay. Geht ja mal gar nicht.
Okay. Was ist das denn? Fertilizer. Increases the DPS. Also, okay. Aber ich finde, die Click-Damage ist wichtiger, oder? Weil die DPS, die kommt ja, die können wir ja zumindest, wie soll ich sagen? Die ist ja Damage per Second. Das heißt ja im Klartext, ist der Damage, den wir zugefügt kriegen. Und Click ist das, was wir aktiv machen, oder? Sehe ich das richtig? Und wenn wir aktiv hier klicken, also ich meine, ich habe ja nicht vor, jetzt das Spiel so zu verlassen und zu sagen, so, in einer Stunde komme ich wieder. Weil das bringt ja auch nichts. Wenn ich das Geld nicht einsammle, bleibt es dann da auf Ewigkeiten liegen? Wir testen das mal. Ach, das kommt, guck mal. Ich kann echt die ganze... So. So, und das Spiel läuft trotzdem. Wie krass ist das denn? Okay, jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum das manche Leute aus meiner Freundesliste so lange spielen. Das ergibt jetzt vollkommen Sinn. Die müssen gar nicht dabei sein. Und das Spiel spielt sich von alleine. Ich weiß ja nicht, wo dann der Spaß daran ist, aber es spielt sich von alleine. So. Versuchen wir gleich nochmal das Viech. Ich würde ja gerne... Oder wir warten die 7 Minuten und klicken jetzt hier einfach blöd rum, bis die 7 Minuten zu Ende sind und versuchen es dann. Aber das ist ja auch schon fast langweilig. Warte, pass auf. Wir erhöhen jetzt die DPS, indem wir hier das kaufen. Was haben wir denn hier für eine DPS? Guck mal hier. Wir haben jetzt 400 irgendwas. Plus noch unsere Click-Damage. Komm schon, das wird doch klappen, oder? Okay, schneller kann ich echt nicht klicken. Oh Gott, das klappt immer noch nicht ansatzweise. Nee. Schade. Wir brauchen es gar nicht weiter zu versuchen. Wir müssen mehr leveln. Noch mehr leveln. Komm, also, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass ich hier eine Stunde voll kriege, aber dieses 15. Level, so lange, bis wir das gemacht haben, werde ich dieses Spiel jetzt spielen, habe ich beschlossen. So. Bisschen Ansporn. Wenn wir es dann geschafft haben, dann kann ich meine Finger verarzten und werde, glaube ich, für die nächste Woche nichts mehr spielen können, weil meine Finger, weiß ich nicht, gebrochen sind oder so. Oder Muskelkater in den Fingern. Bin mal gespannt, ob ich Muskelkater in den Fingern bekommen kann. Was ist das denn hier? Huge Clicks. Aha, aha. Oh. Okay. Unsere Klickzahl, unsere Damagezahl hat sich gerade verdoppelt. Okay. Ich würde sagen, das sieht ganz gut aus. Und wir, was haben wir denn da? Oh, Level 75 required. Ich habe überhaupt keine Ahnung, welches Level ich habe. Wir nehmen aber das hier. Haben jetzt auch noch eine DPS von 500. Wenn das jetzt hier nicht mal irgendwie tödlich ist. Komm, jetzt versuchen wir es nochmal. Oh Gott. Meine Finger werden steif. Ich kann nicht mehr klicken. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Oh Gott, wir müssen aufholen, wir müssen aufholen, wir müssen aufholen. Aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Scheiße. Okay, Leute, das schaffen wir immer noch nicht. Bald. Soon. Oder wie sagt man so schön? Okay. Was ist das denn überhaupt? Oh, das increased nochmal die DPS. Dann nehmen wir das doch. Oh mein Gott, jetzt haben wir eine DPS von 894. So. Ist ja eigentlich doch nicht so schlecht, so eine hohe DPS zu haben, ne? Es hilft auf jeden Fall, die Monster zu bekämpfen. Passiv. Wenn wir aktiv, also wenn die Finger versagen, dann haben wir wenigstens... Wieso ist da oben jetzt das Level 15 als Ausrufezeichen? Heißt das, es besteht die Chance, dass wir das jetzt schaffen? Man weiß es nicht. Okay, sollen wir... Komm, wir leveln nochmal hier ein bisschen ab. So. Boah. Die ist schon krass hier. Und ich versuche immer noch auf die Monster zu klicken. Dabei muss ich das ja gar nicht. Guck mal, was reicht, wenn ich hier klicke. So, la 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 la.
Oh mein Gott. So, schaffen wir das jetzt? Wir schaffen das, komm, wir schaffen das. Guck mal, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Boah, wie angestrengt ich jetzt hier gerade am Klicken bin. Mann, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das könnte knapp werden, aber ich bin noch nicht so schnell. Ich versuche so schnell wie möglich zu klicken. Aber wir schaffen es nicht. Scheiße. Aber es war knapp. Das muss man mir lassen. Das war knapp. Es war sehr, sehr knapp. Okay. Wie können wir den Output noch mehr erhöhen? Hier, das müssten wir kriegen. Level 75. Ich habe aber null Ahnung, wo unser Level angezeigt wird. Immer noch nicht. Vielleicht irgendwann wird das hier... oh, 8000. Das ist... Okay, ich klicke einfach mal wild drauf. Los, ich meine, in 3 Minuten haben wir ja hier unseren tollen Clickstorm wieder. Den könnten wir dann ja auch mal austesten. Denn so schnell kann ich eh nicht klicken, wie dieser Clickstorm funktioniert. Nö. So. Ich achte mal darauf, ob das jetzt hier gleich irgendwie mal erreichbar ist. Ach so, warte, der muss Level so und so sein, ne? Oder verstehe ich jetzt richtig? Oh, geil. Okay, ich glaube, ich habe es, glaube ich, verstanden. Der hier, der Adventurer, der muss Level 75 sein. Okay, das schaffen wir. Glaube ich, hoffe ich. Oder so. Vielleicht schaffen wir doch, die Stunde voll zu kriegen. Oh mein Gott. Dieses Spiel ist so bescheuert. Das ist so bescheuert. Sowas von bescheuert. Okay. Wie viel Level brauchen wir denn für... Oh Gott, das wird ja immer langsamer hier. Ich weiß nicht, ob wir auf Level 75 kommen. Vielleicht sollten wir unsere DPS erhöhen. Das ist, die Chance ist höher, dass wir das schaffen. Kommt hier irgendwo nochmal einer, der auch die Klick-Dingens-Kirchens erhöht? Nee, ne? Die machen alle nur die DPS besser. Okay, pass mal auf. Wir kaufen uns jetzt mal den hier. So. Guckt euch das an. Wir haben jetzt hier 1132 DPS. Was müssen wir denn hier haben? Level 50. Und hier müssen wir... Ach, das können wir... Okay, das kaufen wir uns noch. Das hat keine Level-Begrenzung. So. Und dann leveln wir das noch einmal ab. So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Oh mein Gott, werden wir es schaffen? Werden wir es schaffen? Wir geben uns ganz viel Mühe. Und es war ja vorhin knapp. Und ich glaube, jetzt schaffen wir das. Guck mal, wir haben noch Zeit übrig. Wir schaffen das. Oh mein Gott, wir werden es schaffen. Yay. Okay, wir dürfen den Tag nicht vor dem Abend loben. Oh Gott, yes. Und wir haben, boah, wir haben richtig viel Kohle gemacht, die wir jetzt in Klicks investieren. Und in, hier, Level-Ups. So, yes. Okay, nee, mehr versuche ich gar nicht. Wir haben es geschafft. Ich habe mein Ziel erreicht. Und die Folge ist nur 38 Minuten lang oder so. Wir gucken uns jetzt hier nochmal unsere Statistik an, um zu gucken, was wir hier... Wozu ist dieser Schieberegler da? Kann mir das einer erklären? Nein? Okay. Guck mal, wir machen währenddessen Geld. Wir haben eine DPS. Okay, das ist ja alles, das was angezeigt ist. Oh mein Gott, most clicks per second. Wir haben es auf 9 geschafft. Ich habe keine Ahnung, wann ich es geschafft habe, aber ich habe es auf 9 geschafft. Wir haben schon 362 Monster gekillt und sogar schon 4 Bossmonster. Und Treasure Chest, das ist wohl auch irgendwas Besonderes. Eine. Ja, die hat richtig viel Gold drin gehabt. Was haben wir sonst noch Interessantes? Critical Click Chance. Soweit sind wir, glaube ich, noch gar nicht, dass es das geben könnte. Critical Click. Oh mein Gott, das ist ein schweres Wort. Und Gold Sacrificed und DPS Sacrificed. Okay. Oh mein Gott, ich glaube, da gibt es noch ganz viel zu entdecken in diesem Spiel. Und ich habe immer noch keine Ahnung, wozu dieser Schieberegler da ist.
World Ascensions. Was ist denn Ascensions? Oh mein Gott, ich glaube, ich muss das noch ein bisschen mehr spielen, um herauszufinden, was das alles ist. Aber ich glaube, für ein Let's Play Philia Spielebibliothek, um zu gucken, was das für ein Spiel ist, sind wir, glaube ich, schon ungefähr 20 bis 25 Minuten drüber, bis wir kapiert haben, was das eigentlich war für ein Spiel. Ja, basically, du musst einfach nur klicken. Ja, noch nicht immer auf das Monster drauf, sondern einfach so klicken. Und die DPS ansammeln und Click-Damage ansammeln. Und dann Level kriegen und dann Monster bekämpfen. Guck mal, wir können schon das nächste Level. Und irgendwann funktioniert das auch von alleine. Und dann könnt ihr einfach, weiß ich nicht, morgens das anmachen, zur Arbeit, / zur Schule gehen und nachmittags sich freuen, dass man total viel Geld jetzt hier hat und seine Charaktere aufleveln kann. Ja, ein tolles Spiel. Aber es kostet nichts. Hey, ihr solltet das echt mal ausprobieren. Macht eigentlich ganz schön viel Spaß. Hätte ich jetzt echt nicht erwartet. Und ja, mehr bleibt mir eigentlich gar nicht zu sagen, als dass wir uns hoffentlich nächste Woche Samstag sehen, wo wir ein weiteres Spiel spielen werden, was vielleicht ein bisschen anspruchsvoller ist. Mal gucken. Wir sehen uns. Ciao!